Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause und zu einem neuen Clean With Me Video. Wie ihr seht, hat es meine Bude dringend notwendig, einmal wieder ordentlich geschrubbt zu werden. Ich habe mir auch eingebildet, dass ich euch die Küche vorher aufgenommen habe, aber es ist jetzt nicht am Video drauf, also habe ich das wohl irgendwie gelöscht, vergessen, nicht auf Rekord gedrückt, was weiß ich. Ja, also herzlich willkommen alle miteinander, für alle, die neu sind auf meinem Kanal. In meinen Videos geht es meistens ums Putzen, manchmal baue ich auch ein bisschen DIY ein, aber nur ganz, 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 ganz selten. Hin und wieder mache ich auch Hauls, aber da habe ich jetzt schon lange keine mehr gemacht, vielleicht sollte ich wieder mal einen machen. Wenn ihr das möchtet, schreibt mir das bitte gerne unten in die Kommentare rein. Und auch wenn ihr sonst irgendwelche Wünsche habt, was ich machen soll, was ihr gern sehen würdet, schreibt mir das einfach unten in die Kommentare rein. Und dann werde ich schauen, ob ich das für euch erfüllen kann. Wie zu 99% meiner Videos fange ich in der Küche an. Alle, die mir schon länger folgen, wissen das. Stichwort folgen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Ich blende euch mal meinen Instagram-Namen ein. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mir dort auch folgen würdet. Ich finde es auch immer total witzig, dass ich urviele Views auf meine Videos habe. Und offensichtlich nicht nur Abonnenten meine Videos gucken. Und ich habe jetzt über 500 Abonnenten und ich freue mich total. Danke, danke, danke. Ihr seid die allerbesten und die allercoolsten Abonnenten vor allem. Und wenn ihr mich abonnieren möchtet, braucht ihr nur unter dem Video auf den roten Abonnier-Button drücken. Hier zeige ich euch meinen Backofen und Grillreiniger von Provin. Ihr wisst, ich bin ein großer Provin-Fan. Ich habe euch das unten in der Infobox verlinkt, die Seite, die Homepage-Seite von der Sabine. Die könnt ihr gerne alles fragen über die diversen Reinigungsmittel. Ich mag die Reinigungsmittel sehr und dieser Backofenreiniger ist wirklich grenzgenial. Ja, nochmal zum Abonnieren. Wenn ihr unten auf den roten Abonnier-Button drückt und daneben auf das Glöckchen, bekommt ihr auch immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ihr braucht dazu eigentlich nur eine gültige E-Mail-Adresse, um euch bei YouTube anzumelden. Ihr müsst dann keine Videos hochladen oder sonst irgend sowas, sondern einfach nur, damit ihr eben eure Nachrichten bekommt, wenn eure abonnierten YouTuber neue Videos hochladen. Weil sie werden auch nicht immer im Feed angezeigt. Jo, Geschirrspüler ist offensichtlich voll, deswegen habe ich dann ein bisschen was mit der Hand abgewaschen und ich hasse es, mit der Hand abzuwaschen, aber ja, okay. Und heute zeige ich euch wieder mal die andere Seite der Küche, die auch dementsprechend ausschaut. Das war ein ganz normaler Arbeitstag. Ich habe zwischenzeitlich auch gearbeitet an dem Tag und da schreibe ich dann immer auf, was ich so brauche, was mir dann immer zwischendurch einfällt, muss ich immer Listen schreiben. Ich habe es schon gerade gesagt, aber ich sage es nochmal. Danke, danke, danke an alle meine über 500 Abonnenten. Ich freue mich total und ihr seid die allercoolsten. Weiter geht's im Badezimmer. Auch das wisst ihr mittlerweile, wie ich das mache. Aber das ist wirklich, ich habe jeden Tag Wäsche zu waschen. Andere sagen immer, eine Maschine am Tag, das reicht. Nein, bei mir reicht es nicht unbedingt, eine Maschine am Tag zu waschen. Manchmal sind es zwei, manchmal sind es vier. Und wenn ich mal einen Tag gar nichts wasche, na, dann kann ich mich eh anhalten.
Und ja, ich sortiere meine Wäsche sehr penibel. Es ist nicht notwendig, ich weiß. Ihr schreibt zwar immer wieder, ihr macht es nicht, ihr macht es nur hell und dunkel und so, aber ich bin da halt sehr monkisch und ich trenne sehr penibel und ich mache das halt so. Ich mache ja bei mir im Haus alles Raum für Raum und dann Schluss durch dann immer saugen und auch aufwaschen. Und dieses war ein schwarzer Tag, weil mein Sprühmopp hat den Geist aufgegeben. Ja, ich habe dann das Zimmer noch so fertig gemacht. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Mein Sprühmopp ist kaputt. Naja, ich hatte ihn jetzt 3 Monate, er hat kostet 25 Euro und er war doch mehrmals am Tag im Einsatz und muss ich sagen, ja, er hat seinen Dienst getan. Ich bin zwar jetzt todtraurig, aber ich habe mir schon einen neuen bestellt. Diesmal habe ich ihn... Diesmal habe ich mir den von Bona bestellt. Ich war sehr zufrieden damit, ja. Also er hat 25 Euro gekostet, ja. In den Rezensionen ist auch gestanden, er war nach einem Jahr kaputt. Ja, also 25 Euro, also ich will ja jetzt nicht zu verschwenderisch klingen, aber ja, okay, 25 Euro, 3 Monate, ja. Er hat seinen Dienst getan, würde ich sagen. Er hat, wie gesagt, war mehrmals am Tag im Einsatz und so lange hat er gehalten und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er scheiße ist, ja. Nein, ich war trotzdem zufrieden, obwohl er jetzt kaputt ist, aber ich habe einen neuen bestellt. Den von Bona, den haben auch meine amerikanischen Kollegen, der kostet allerdings schon 40 Euro oder 38 Euro. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox, weil mit einer Schreiber, die hat ja schon beim letzten Video geschrieben, ob mein Mopp noch Mucken macht, weil er hat ja schon ein bisschen gemuckt. Und habe ich gesagt, ja, leider. Und ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es genau war, aber sie schaut sicher dieses Video und genau du bist gemeint. Ja, also er hat jetzt den Geist aufgegeben und ich habe mir den neuen bestellt. Ich verlinke euch den neuen unten in der Infobox und im nächsten Video wird dann schon der neue zum Einsatz kommen. BZW werde ich ihn in Instagram dann auch, sobald ich ihn habe, euch vorstellen. Ja, und den Rest des Hauses muss ich dann jetzt wohl normal aufwaschen. Man ist ja nicht so, dass ich keine Wischmopp hätte. Ich habe einen ganz einen coolen auch von Provin und den werde ich jetzt dann auspacken. An dem Tag war ich total motiviert und habe auch das Vorzimmer gemacht, so mit Saugen und Aufwaschen. Und da habe ich dann den Mop vom Provin verwendet. Den habe ich ja schon Ewigkeiten zu Hause gehabt, weil den habe ich ja von der Sabine bekommen bei meiner letzten Bestellung, bei meiner letzten Riesenbestellung. Und man dachte, naja gut, mache ich es halt mit dem. Und ich habe ihn eigentlich nur mit Wasser verwendet. Ich habe ihn nur nass gemacht, auswinden und dann mit relativ halbfeucht,
weil der hat auch so einen Klettverschluss und irgendwie war der total cool. Also der war wirklich lässig und ihr seht gleich, wie gründlich der ist. Also das ist jetzt der Provin Wischmopp. So. Ja. Von da, wo ich auch mein Reinigungsmittel her habe, wo ich sehr zufrieden bin mit dem Reinigungsmittel. Und ihr habt gesehen, ich habe da jetzt nur Wasser drauf gegeben. Und irgendwie ist schon ziemlich dreckig in der Bude. Irgendwie finde ich das jetzt gerade. Gut, der ist auch weiß. Die vom Sprühmopp, die Dinger, die sind halt bunt. Das ist ein Dreck jetzt nicht so drauf. Ne? Aber ja, das ist schon. Ist schon weh. Weil ich meine, so selten wasche ich ja gut. Flur und Vorzimmer wasche ich relativ selten auch. Ne? Aber okay, auf jeden Fall, ich verlinke euch unten die Provin-Homepage von der Sabine. Wenn euch das interessiert, also ich bin. Er ist schon super, ja? Weil vor allem diese langen Steine, also du kannst schon. Kannst schon Leinwand aufwaschen damit, also der Wischmopp ist, schon geil, ja? Und das mit dem Klebeding, mit dem Klettverschluss, das finde ich jetzt auch super. Ich wasche das Ding mal aus und schaue mir nachher ausschaut. Also ich habe das Ding jetzt mit lauwarmem Wasser ausgespült und der ist eigentlich wieder sehr sauber geworden, ja? Ich werde die restliche Bude auch damit aufwaschen und schauen, ob es da auch so dreckig ist. Ja, das finde ich jetzt schon, geil. Ich habe den ja schon länger, den Wischmopp. Ja, den habe ich, damals habe ich die Party gemacht und habe ihn dann bekommen und ich habe ihn noch nie verwendet, weil ich jetzt nicht Sprühmopp hatte. Ne? Aber nur mit Wasser finde ich schon geil. Mhm. Und dann geht's bei mir ins Schlafzimmer. Und ja, ihr wisst, bei mir liegen die Hunde im Bett. Das ist erstens der Grund, warum ich jede Woche einmal Bett überziehe und zweitens jeden Tag mein Bett absauge und auch das Schlafzimmer eigentlich. Und ich mache es wirklich jeden Tag. Wirklich, wirklich. Es ist nur vom Bett. Ist eigentlich so grauslich. Ja, ihr seht, was da in dem Staubsauger drinnen ist. Ja, eigentlich, wie gesagt, das ist total grauslich, aber ich kann meine Hunde nicht aus dem Bett entfernen, das wäre urgemein. Und ich habe letztens gelesen, Frauen schlafen mit Hunden im Bett besser als mit einem Mann im Bett. Tja. Naja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, das Schlafzimmer habe ich vorgestern aufgewaschen und ist trotzdem so dreckig. Ich bin gerade immer noch, wenn ich mir das jetzt so anschaue, so hin und weg von dem Wischmopp. Ich habe mir den anderen schon bestellt. Ich verlinke euch einfach beide unten in der Infobox. Aber wie gesagt, vielleicht ist das bei dem Provin Wischmopp einfach, weil das Pad weiß ist. Und vielleicht ist es deswegen, sieht man es deswegen so genau. Ich bin gerade ganz, immer noch hin und weg. Ganz, ganz fertig. Ja, weil ich habe auch das Wohnzimmer aufgewaschen und das ist auch nicht besser. Und ich habe ihn immer vorher ausgespült. Und jetzt hat mein Backofenreiniger ziemlich lang eingewirkt. Ich glaube, es waren sicher so 2-3 Stunden. Und jetzt braucht man das wirklich nur mehr abwischen und ein bisschen mit einem Schwämmchen das wegtun. Und das Ceranfeld ist wieder super sauber. Ich liebe diesen Backofenreiniger. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich den Geschirrspüler ausräume. Mittlerweile ist der Junge von der Schule zurück.
Ich habe euch auch meine Lunchboxen, weil ich in Instagram immer gefragt werde, die Lunchboxen habe ich euch auch unten in der Infobox verlinkt, weil ich poste ja jeden Tag in der Früh die Lunchbox von meinem Stiefkind mit Wetter und Uhrzeit und so Lunchbox-Ideen. Könnt ihr, wie gesagt, mal vorbeischauen auf meiner Instagram-Seite und dann könnt ihr euch das anschauen. Und ich finde die Boxen super und der Tarik mag sie auch sehr gerne. Zwischenzeitlich, also kochen würde ich jetzt nicht sagen, weil ich habe am Vortag Spaghetti gemacht und tue sie jetzt eigentlich nur mehr wärmen und den Jungs geben, weil der Marlon zu diesem Zeitpunkt jetzt auch wieder zu Hause ist. Einfach nur wärmen, portionieren und essen fertig. Also ich bin auch eine, ich friere auch sehr gerne ein und dass ich eigentlich immer was zum Essen zu Hause habe. Also bei mir kann jederzeit wer kommen, es wird immer was zum Essen geben. Raubtierfütterung. Und dann habe ich mir was Cooles rausgesucht, weil ich liebe ja Zimtschnecken und diese zu machen ist ja Uraufwand. Das braucht 3 bis 4 Stunden, wenn ich echte Zimtschnecken mache, so mit dem Teig, weil der muss 27 Mal gehen und 34 Mal doppelt so groß werden und, das ist total mühsam. Und jetzt habe ich gelesen in einem Blog, das habe ich euch auf Instagram schon erzählt, von der Miss Chocholat. Einfach, die nimmt diese Knack- und Backfertigbrötchen, und zwar die Croissants ist das, den streiche ich ein mit flüssiger Butter, Zucker-Zimt-Gemisch drauf, also ich nehme braunen Zucker und Zimt, weil das mache ich bei den anderen Zimtschnecken auch so, zusammenrollen, aufs Backblech legen und dann nochmal mit Butter oben beträufeln. Und dann kommt das Ganze so für 15 Minuten ins Backrohr oder so. Ich mache dazu noch ein Frosting aus Butter, Staubzucker und Frischkäse. Also Butter mit Staubzucker schaumgeschlagen und dann Frischkäse dazu, so 1:1. Und das gebe ich dann oben drauf als Topping-Frosting und dann flutschen die und die sind wirklich lecker. Es ist wirklich eine super Alternative und wirklich schnell gemacht, wenn man mal zwischendurch was Süßes braucht. Sie sind auch sehr klein, das heißt, mit einem Haps sind sie im Mund. So, das Licht ist ein bisschen scheiße, es tut mir leid, aber ja. Ich wurde gebeten, meine Bügelstation vorzustellen und das tue ich jetzt, Ladies. Also, ich hole euch da mal näher ran. So, das ist das gute Stück. Und zwar ist das die Tefal. Steht Tefal. Ja, genau, allerdings weiß ich nicht, aber ich habe sie euch eh unten in der Infobox, habe ich sie euch sowieso verlinkt. Und ich habe eigentlich immer Tefal-Bügelstationen. Und die ist ganz cool, weil du kannst da das eine Kabel reintun, ja, wenn du sie wegräumst. Und auf der anderen Seite hast du einen Einzug fürs Stromkabel. Schalten. Einschalten. Und dann hast du da hinten... Ja, hat man da, warte, ich hole euch näher. So, du hast dann bei Einstellungen Minimum, Maximum, Eco. Okay, brauchst du eigentlich nur, wenn sie anfangen zu blinken und du musst das Kalkding auf der Seite, hast du so ein, da sammelt sich der Kalk drinnen, weil du befüllst das Teil ja mit normalem Wasser. Und wenn das voll ist, dann fängt das an zu blinken, dann gibst du das raus, tust das auswaschen und gibst das wieder rein. Und dann musst du da auf OK drücken und wenn das Wasser leer ist, fängt das auch an zu blinken und dann füllst du es nach und drückst auch auf OK. Ich verwende immer die Normaleinstellungen, wurscht was ich bügel. Ja, ich bügel ja alles eigentlich immer gleich. Ich habe jetzt auch keine... so was. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, Abendkleider, die ich ständig trage, die müssen wir dann vielleicht auf minimal bügeln oder so. Oder Seidenhemden oder keine Ahnung, ich habe jetzt nichts Spezielles und ich bügel alles auf der Normalstufe.
Vorhänge, alles, haltet alles aus. Ja. Also ich probiere dann immer so kurz, aber das funktioniert eigentlich alles. Und ich habe auch ein bisschen Bügelwäsche und ich wurde auch gebeten zu zeigen, wie ich die Wäsche falte. Da die Amis falten die Wäsche gleich direkt aus dem Trockner. Ich bügele alles vorher. Alle, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich alles bügele. Ja, auch meine Unterhosen. Ja, und die Unterhosen meines Mannes. Die Unterhosen der Kinder nicht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an zum Bügeln. Ein bisschen was habe ich, nicht viel, aber ein bisschen was. Und ich werde dann bei den, wenn ich es zusammenlege, werde ich es dann einfach wieder auf langsam drehen, die Videogeschwindigkeit. Aber zuerst brauche ich meine amerikanischen Freundinnen auf YouTube. Die schaue ich mir nämlich immer an beim Bügeln, weil, wie gesagt, es motiviert mich. Zur Anwendung von dieser ultra geilen Bügelstation. Also ich find's einfach super. Ihr habt da unten einen Knopf drauf, ja? Und wenn ihr den drückt, dann dampft es. Und hier hat man noch so einen Power-Dampfi. Ja? Ich bügle aber immer so. Wie gesagt, ob ich sie richtig verwende oder so, weiß ich eigentlich gar nicht. Da müsste ich Rometta fragen, Tefal fragen. Ja? Aber ich bügele immer so, sobald ich das Teil auf das Kleidungsstück lege, drücke ich drauf. Und ihr seht, ich bin jetzt nicht die super ordentliche Büglerin. Und die von den Jungs, die Sachen, werden immer aufgehängt und die von meinem Mann werden immer zusammengelegt und von mir. Wäsche falten ist bei mir jetzt nichts Aufregendes, einfach einmal rechts, einmal links und dann lege ich es auf zweimal zusammen, weil die Sachen von meinem Mann ja relativ groß sind und ich nur einen 35er tiefen Kasten habe für die Sachen zum Reinlegen von meinem Mann. Und ich mache das, bei allen T-Shirts mache ich das so. Die Amis legen es ja anders zusammen, ich lege das so zusammen. Und auch die Hosen lege ich auf dreimal zusammen. Die Unterhosen habe ich euch auch schon mal gezeigt, wie ich die zusammenlege. Also eigentlich eh so, wie es jeder macht in unserem Breitengrad. Die Amis, die legen das immer irgendwie der Länge nach zusammen. Das ist irgendwie komisch. Aber ja, und ich habe jetzt auch nicht so viel zu bügeln. Ich bin auch eine, die relativ langsam bügelt, also wirklich, ich zelebriere das richtig und deswegen dauert das Bügeln bei mir auch immer extrem lange und ihr seht zwischendurch dann immer Handy und WhatsApp und Instagram und was weiß ich, was ich nicht alles mache, ja, zwischenzeitlich, und deswegen braucht das Bügeln bei mir so lange. Und ja, wir sind jetzt schon am Ende des Videos. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Für alle, die mich noch nicht abonniert haben, würde ich mich irrsinnig freuen, wenn sie das jetzt tun würden. Wie gesagt, unten den roten Abonnier-Button drücken und daneben auf das Glöckchen. Dann habt ihr die Benachrichtigungen eingeschaltet. Sprich, wenn ich ein neues Video hochlade, wird euch das dann per E-Mail mitgeteilt und ihr seid dann einer der Ersten, die sich's anschauen können.
Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, willkommen bei mir zu Hause.